Schönen guten Tag, liebe Shisha-Freunde. Die Shisha-Warentester mit dem Shisha-Olli und mit mir, B2B, sind wieder am Start. Und wie ihr schon seht, wir haben drei Pfeifen aufgebaut. Und wann braucht man schon mal drei Pfeifen? Wenn man natürlich drei Artikel gleichzeitig vorstellen möchte. Und wir testen heute nicht drei Shishas oder drei verschiedene Tabaksorten. Nein, wir stellen euch heute drei Kohlen vor aus dem Hause Al Dukhan. Angefangen hat das Ganze bei Al Dukhan mit den neuen Platin-Kohlen. Das sind die hier, was man bei der ganz äußeren von euch gesehen links zu sehen ist. Das sind die 25x25x25er Kohlen. Dann neu rausgekommen sind die schmäleren Kohlen. Das sind die Al Dukhan Lil L, die halben Picos mit 25x25x15mm, wie man schon hier sieht, die fürs Ami-Setup wunderbar verwenden kann. Aber man könnte sie auch für den Lotus verwenden oder für die Fake-Lotusse. Da gehen dann drei Stück rein, wenn man sie hochkant stellt, und man kann auch noch den Aufsatz draufstellen. Also das geht ohne Probleme. Aber für was wir jetzt die Big L-Kohlen verwendet haben, die man jetzt in der Mitte zu sehen ist, das sind die Big L. Und da geht dann eine in den Lotus perfekt rein. Das wurde eigentlich auch speziell für den Lotus gemacht, weil für ein anderes Setup kann man die Big L eigentlich so gut wie gar nicht verwenden. Und die haben eine Größe von 40 x 30 x 25 cm. Ja, an den Bildern seht ihr schon eingeblendet Informationen zu den Kohlen und so weiter. Haben wir alles jetzt eingeblendet für euch. Und ja, dann können wir auch gleich noch zu den Preisen kommen. Gut, die variieren natürlich immer von Shop zu Shop. Ich sag einfach mal, zwischen 4,95 Euro und knapp 4 Euro werden die Kohlen gehandelt. Und ja, man kann die Kohlen vielseitig einsetzen. Man kann sie fürs Ami-Setup nehmen, für den Lotus nehmen und für einen normalen Kopf nehmen. Jetzt habt ihr halt, sag ich mal, für jedes Setup die richtige Kohle parat. Für die Ami-Setup-Raucher perfekt die halben Kohlen, für die Lotus-Raucher perfekt die großen Kohlen und für die normalen Abstandsraucher die Standardkohlen. Das ist gut, dass es jetzt endlich auch mal von den hochwertigen Al Dukhan Platin-Kohlen auch jetzt endlich die kleineren und größeren Ableger davon gibt. Und ja, zu den Kohlen selber kann man gleich dazu sagen, wie die normalen Al Dukhan Platin-Kohlen haben wir da wieder eine sehr, sehr gute Verarbeitung, Aschen sehr, sehr wenig. Wir haben gute Hitzeentwicklung, sehr starke Hitzeentwicklung zum Teil, geht wunderbar klar. Dann, was man auch sagen kann, ist, die Geruchsbildung beim Anzünden ist fast bei Null. Also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Ich nehme den Eigengeruch kaum mehr wahr. Das passt. Und ja, von der Form und so weiter super gepresst. Also mir sind da keine Fehler vorgekommen oder aufgefallen, weil wenn man sie so direkt anguckt, sieht jede so aus, als würde sie ja, irgendjemand selber zusammen schneiden, sage ich jetzt mal. Also die sehen wirklich super aus. Die kommen vom Werk aus sehr, sehr gut geformt und gepresst. Ja, die Kohlen haben wir ja hier auch nochmal aufgebaut. Die sieht man an der Verpackung schon, dass sie anders ausschauen. Mit der blauen Verpackung haben wir die Standard 25x25er. Mit der grünen haben wir die Big L und mit dieser bräunlich-roten, da haben wir die Lil L. Weil es steht auf der Verpackung sonst so vorne dran nicht, wie groß sie sind. Das sieht man dann erst an der Seite, wie viel die Maße sind bei den Kohlen. Wenn man zu den einzelnen Würfelstücken kommt, kann man auch hier einfach an der Seite nachschauen. Da haben wir nämlich 72 Stück bei der normalen. Dann haben wir 36 bei der Big L und 108 bei der Lil L Kohle. Und das ist Standard eigentlich. Hat man bei den anderen auch schon gehabt von der Kohlenstückenmenge. Also das ist ganz normal pro Kilopackung. Ja, angezündet oder die Anzünddauer ist relativ normal. Standard eigentlich bei den Naturkohlen. Die gehen jetzt auch nicht viel langsamer oder viel schneller an wie die anderen. Ihr seht schon, die ganze Zeit, während wir hier reden, ein kleines Video eingeblendet über uns. Da zeigen wir die Kohlen, wie lange sie ungefähr brauchen.
Die schnellsten Kohlen, das seht ihr ja dann auch, das waren dann die Lil L. Die Zeiten haben wir aber auch eingeblendet in dem Video. Da seht ihr dann auch nochmal, wie lange das Ganze gedauert hat. Und für alle, die sich jetzt fragen, ja, wie sieht es jetzt aus mit dem Kohlenanzünder? Den kenne ich noch gar nicht. Richtig, das ist der neue Kohlenanzünder von Alduhan, der Hellblazer. Den haben wir hier. Der kommt hier in dieser schwarzen Verpackung zu euch nach Hause mit 1000 Watt Leistung. Blendet man natürlich auch nochmal Bilder ein von dem Anzünder. Er gefällt mir optisch ein bisschen besser wie der Elephant-Kohlenanzünder, aber das ist natürlich wieder Geschmackssache. Das ist, kannst du dran lassen, das ist, ja, so eine Sache. Müsst ihr selber entscheiden, was euch besser gefällt und was euch nicht so gefällt. Aber ich finde, von der Form und so weiter, sieht der Hellblazer schon sehr, sehr schön aus. Man kann ihn natürlich wieder wie den anderen Kohlenanzünder einstellen von der Hitze, aber gut, ich sag mal, 99% der Shisha-Raucher gehen einfach mal von 1 bis zur vollen Stufe auf 5 hoch, dann geht das Ganze natürlich am schnellsten. Und ja, Olli kann noch kurz was zu den Maßen sagen. Also die Auflagefläche von dem Brenner, also nur die Heizstäbe, haben wir einen Komplettdurchmesser von 14 cm. Also ihr kriegt es auch bei einer Party oder so genug Kohlen drauf, praktisch gesehen. Und die Höhe von dem Ding, falls man es irgendwo verstauen möchte, liegt dann bei 7 cm. Also sprich, nimmt nicht gerade viel Platz weg, ja. Aber... Er ist auch gut standfest, steht sehr stabil. Und das Gute ist, man kann ihn wunderbar links und rechts anfassen, weil, wie ihr auch an den Fotos seht, ist die Form so gemacht, dass man mit beiden Händen links und rechts den noch transportieren kann. Und ich habe es auch getestet mit allen Kohlen drauf. Das waren 367 Kohlen. War das Ganze noch wunderbar zum Anfassen, nicht sehr heiß. Also man kann die Kohlen mit dem Brenner zusammen dann zum Beispiel zu der Shisha transportieren, ohne dass man sich die Finger verbrennt. Das ist auch noch gut gelöst bei diesem Anzünder. Der Preis ist auch interessant. Der Anzünder kostet nämlich, gut, ist auch wieder von Shop zu Shop unterschiedlich, 24,95 € im Normalfall, haben aber auch schon gesehen für 29,95 €. Kommt halt immer darauf an, wie welchen Shop ihr da wählt. Und ja, hier bei dem Shop steht dran, bis zu 14 Kohlen kann man anzünden. Und wenn man die kleinsten Kohlen nimmt, zum Beispiel die Lil L, dann müssten wir ungefähr bei 8 bis 9 Minuten, bis die komplett auf beiden Seiten durchgeglüht sind, schaffen. Ja, und also ich kann nur positiv über die Kohlen reden. Sie machen ihren Job wirklich gut. Ich habe keine negativen Punkte bei den Kohlen gefunden. Man braucht sie auch jetzt nicht mehr teilen, weil man ja jetzt die kleinen Kohlen auch zur Verfügung hat. Von daher perfekt. Also ich rauche schon sehr, sehr lange mit den Alduhan Platin-Kohlen, bin sehr zufrieden damit und jetzt kann ich endlich auch von Setup zu Setup wählen, welche Kohle ich haben möchte. Klasse, so muss es sein. Wir probieren natürlich auch eine klare Kaufempfehlung von beiden oder von allen drei Sorten raus, logischerweise. Ich habe daheim auch bloß noch die Platin jetzt daheim. Ja. Perfekt, also... Brennen auch sehr schön lang durch. Ja, eine Stunde bei den normalen Standardkohlen haben wir da ungefähr. Dann bei der Big L im Lotus geht das Ganze 1,5 Stunden. Aber man merkt dann schon nach 50, 60 Minuten, dass die Hitze nachlässt. Aber die Kohle selber ist immer noch sehr, sehr groß. Ja, das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, wenn ihr einen Lotus zu Hause habt, dass irgendwann die Hitze nachlässt bei den Kohlen, egal welche Kohlen ihr verwendet. Dann müsste man die Kohlen einfach austauschen, weil irgendwann lassen die einfach von der Hitze nach, aber das ist ganz, ganz normal. Ja, und ansonsten, wir haben hier dran die Big L und die Small, die Lil L und den Hellblazer noch vor uns. Diese drei Artikel stellen wir euch zur Verfügung. Die könnt ihr nämlich gewinnen. Vielen, vielen Dank. Gehen dann noch an den Ufo Xasak raus, der uns die Preise hier zur Verfügung gestellt hat. Liebe Grüße an dich, vielen, vielen Dank. Die könnt ihr jetzt gewinnen. Wie könnt ihr gewinnen? Ihr müsst jetzt nur in der Videobeschreibung nach dem Facebook-Link suchen zu unserer B2B-Seite und dort
gibt es ein Foto, unter das ihr kommentieren müsst, warum ihr das Starter-Set gewinnen wollt mit dem Big L, dem Little L und mit dem Hellblazer. Die drei Artikel gibt es für einen von euch zu gewinnen. Und schreibt einfach mal drunter, warum ihr das Set gewinnen wollt. Und wichtig natürlich, ihr müsst natürlich unsere Facebook-Seite B2B geliked haben, dass ihr am Gewinnspiel teilnehmt. Der Teilnahmeschluss ist in genau einer Woche. Dann ist das Gewinnspiel zu Ende und wir geben dann in Facebook natürlich Bescheid, wer von euch der Gewinner ist. Das Ganze wird per Zufall ausgewählt. Derjenige, der kommentiert hat mit einer vernünftigen Antwort, der gewinnt dann per Zufallsprinzip. Ja, dann wünschen wir auf jeden Fall allen Teilnehmern viel, viel Glück. Und für alle anderen, die sich die Kohlen oder den Anzünder kaufen wollen, müsst ihr einfach mal durchschauen. Viele Shops bieten die Kohlen mittlerweile an. Wir haben die Kohlen auch im Shop, die Standardkohlen. Wenn ihr dann die Small L oder die Big L wollt, müsst ihr mal bei Shisha Neil gucken oder bei Smoking Shisha und so weiter. Oder sogar bei eBay habe ich den Hellblazer schon gesehen. Also wird man auf jeden Fall im Internet fündig. Gut, dann hätten wir eigentlich so gut wie alles genannt. Wir können noch ganz kurz nennen, mit welchen Shishas wir rauchen. Zu eurer Linken haben wir die Shisha Primus. Im Kopf haben wir Solaris, genau, von Cleopatra. In der Mitte haben wir die Ege Glas mit Berries von Alfacher. Und in der Amy Brass zu eurer Rechten haben wir Tangiers Welsh Cream, genau, der wie der Baileys schmeckt. Zu allen drei Sorten haben wir auch schon mal Reviews darüber gemacht. Also wer sich da noch informieren möchte, zwecks Geschmack und so weiter, einfach mal bei uns auf unserem Kanal nach den jeweiligen Videos schauen. Ja, und dann sagen wir auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr unsere YouTube-Page noch nicht abonniert habt, das könnt ihr jetzt genau unter uns machen. Einfach auf Abonnieren klicken. Das Video, wenn euch das gefallen hat, einen Daumen nach oben abgeben. Und zum letzten Video kommt ihr auf unserer rechten Seite. Dort seht ihr dann das letzte Video von uns. Und dann hätten wir das Ganze wieder für heute. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-Warentester mit Shisha Olli und mit mir B2B. Bis dann. Servus.